Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir. Ich habe mit den Informationen aus der Raffinerie einen Prototyp gebaut. Ich könnte den Panzer aufhalten, aber wir brauchen einen Feldtest. Theo wartet an diesen Koordinaten. Ich bleibe bei Mario. Gut. Als wir ja nochmal ordentlich was gemacht haben im Thema Stuntsprünge, Nebenmissionen, Hauptmissionen und so weiter und so fort. Heute möchte ich mal ganz kurz eins machen, und zwar das Landrennen hier, was hier gerade vorhanden ist. Und zwar Espira Sprint. Da möchte ich mich mal dran machen. Okay. Hätte ganz gerne den Sportwagen allerdings genommen, aber gut, dann fahren wir damit. Und wir gucken, dass wir so schnell wie möglich, ja, damit durch sind. Versuche ein bisschen zu driften, so gut es geht. So gut ich es kann. Das heißt mit anderen Worten gar nicht. Aber gut. Wir haben gleich schon die Strecke hinter uns. Ding noch einen Sprung oben drauf. Nein! Und dürfen das Ganze noch mal machen. Ah! Wie ich liebe, wenn ich irgendwo, sorry, wenn ich irgendwo runterfliege. Nämlich gar nicht. So. Ja. Ach, komm schon, was ist denn das jedes Mal? Okay, machen wir das anders. Wir nehmen ein anderes Fahrzeug mit. Mich triggert das schon zu hart rein. Und vielleicht sollte ich auch die richtige Taste drücken. Gut, und jetzt gucken wir mal, dass wir es auch wirklich schaffen. Das ist ja sonst wirklich eine Ich Frechheit. sollte jetzt besser aussteigen. Gut erkannt eben. Nee, weil die andere Karre, die sagt, wie ein Ping-Pong-Ball da eben so herumge. Dadurch kamen wir ja nicht mehr wieder auf die Straße.
Und das ist dann nicht so wirklich geeignet dafür. Würde ich mal sagen. Da ist die dafür vorgesehen für die Mission, würde ich sagen. Aber ja, wie ein Ping-Pong-Ball durch die Luft fliegen und dann nicht mal weiterfahren können und dürfen. Ich weiß ja nicht. Wow, nicht mal drei Zahnräder. Nee, dann starte ich das lieber nochmal. Und dann nehme ich doch lieber den Wagen, der empfohlen wird. Und Leertaste statt Steuerung. Mann, warum ist denn das so eine grandios komische, unnötig komplizierte Taste? Also schon wieder so dieses... Ja, man drückt mit der einen Taste zwar das Bestätigen, aber dann wieder mit der anderen Taste dann... ja, keine Ahnung. Unnötig. So, wie dem auch sei. Habe ich gar nicht ausgebremst oder so? Nein, nein. Wenigstens drei. Geht doch. Ah, Gottes Willen. Und dafür habe ich jetzt schon 7 Minuten verbraucht, Leute. Das ist ja unfassbar. Gut. Max-Signal 1, Ausrüstungsobjekt, Mod freigeschaltet. Nächster Mod, Landaufstockung 1, 6 weitere Zahnräder vonnöten. Dann würde ich sagen, huch, rüsten wir doch diese Mod direkt aus. Sagen wir so, wir brauchen ja gar nicht so viele eigentlich, ne? Um alles zu haben. 90 Stück. Wenn ich mal auf der Karte gucke, ich glaube, es gibt mehr solcher Missionen, als ja, wir Zahnräder benötigen. Da gibt's nichts, da gibt's nichts. Wo ist denn hier noch so ein Rennen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen scharf auf die Rennen. Ich weiß nicht warum. Gut, ich glaube, Minimum so 3-4 Zahnräder sollte man mindestens holen, damit man überhaupt eine Chance hat, die 90 zu erreichen. Hier haben wir zum Beispiel noch eins. Gut, dann gehen wir da schnell hin. Machen das eben. Und dann geht's weiter, Gottes Willen, Leute. Dann mache ich mit der Story weiter. Und ja, mache eigentlich weiter wie sonst auch immer. Wie gehabt, ne? So ein Orte befreien, Sachen sammeln und so weiter und so fort. Ihr kennt das. So, Landrennen, Seitenstraßen, Sprint. Das hört sich ja gut an. Machen wir mit den Stria Carrera G. Und ja, ich würde sagen, versuchen wir unser Glück. Was war das jetzt? Okay. Ich hoffe, dass die Aufnahme noch aufnimmt. Ja.
Na gut. Wir fahren 2 Runden insgesamt. Und das hat ja schon mal gut angefangen. Nicht. Andererseits wäre halt schön, wenn gerade kein Verkehr wäre auf den Straßen. Geschweige denn, wenn wir mal ein bisschen mehr Tempo hätten. Na super. Wie toll ich nach rechts fahren kann damit. Eieiei. Ich mir erzählt, dass ich das jetzt zweimal abfahren darf, quasi, ne? Da kommt ja Freude auf. Alter. Mit dieser Karre bei dem Regen ganz schlechte Sache. Aber gut, wir kriegen es irgendwie gerade hin. Jetzt mal bleibe ich wenigstens auch nicht daran hängen. Gott, ist das super unspannend. Und ihr seht schon, jetzt ist schon ein Zahnrad gerade am Abtuckern hier. Das zweite. Aber das ist nicht machbar. Zumindest nicht hier. Das dritte ist auch am Abtuckern. Ja. Und mit etwas Pech zeigt das vierte auch noch. Wow! Das kann ich besser, Leute. Ich glaube, das wiederhole ich nochmal. Ja, komm, ich bin einfach zu oft an Ecken hängen geblieben und ich habe auch wirklich die Steuerung erstmal kapieren müssen von der Karre. Also, ehrlich, alles in allem, das machen wir nochmal. Und das auch ein bisschen besser. Wir bleiben nämlich ein bisschen. Linearer. Ja, fahren erstmal wieder in das erste rein, was wir finden. Es ist unfassbar. Ich musste gerade die alle mitnehmen, weil ich nicht mal nach links lenken wollte, so schnell. Ah, ist doch unfassbar. Ja, ich hatte den Fehler gemacht und bin ja den Berg runter gekullert, mehr oder minder. So, komm schon. Ich muss das sehr schnell abfahren hier, die Strecke. Das ist noch das Schwierige daran.
Ich habe gehofft, dass ich noch mehr drifte, aber ich bin nicht mal schnell genug für so einen Überdrift. Na gut, wie gesagt. Nehmen wir die Tonne hier auch noch mit. Unfassbar. Wirklich seitlich in mich rein. Nee. Mit der Karre nicht machbar. Dann versuche ich es mal mit einer anderen Karre. Und dann mal gucken, wie schnell und flott wir dann damit durch sind, weil wir müssen ja ordentlich Tempo haben, aber trotzdem Bodenkontrolle. Und ich glaube, das hier ist ein etwas schnellerer Wagen. Dafür haben wir aber dann auch Bodenkontrolle. Oder? Oh, das sieht schon mal besser aus. Gut, er fährt sich sehr langsam an, aber... Alter, warum bin ich jetzt gerade... gefühlt ausgebrannt worden, als wäre ich gegen eine Felsmauer gefahren. Also sorry, nein. Da war keine Felsmauer, das waren einfach nur Passanten. So. Irgendwie fühlt es sich gerade an, als würde der Wagen sogar ausgebremst werden. Aber quasi ein Tempolimit haben. Warte mal. Wie viel muss man? 2,25 soll man schaffen. Da kommt doch bestimmt... Warte, machen wir es damit. Da muss auch irgendein Wagen muss auch schneller fahren können und auch trotzdem Grip haben. Oder haben wir so eine Art Tachometer aktiv? Ah, okay. Also war es einfach wirklich der Wagen eben gerade.
Der trifft mal sauber. Wenn ich jetzt schnell genug bin, schaffe ich die zweite Runde noch in dem Zeitfenster. Kamera, Kamera, Kamera! Oh, Gottes Willen! Das kann nicht gut für den Motor sein. Ah, gut, machen wir es nochmal. Und paaren diesmal gegen weniger Gebäudeteile. Okay. Aber wir haben es auf jeden Fall jetzt das richtige Fahrzeug. Vielleicht wäre sogar noch ein Motorrad noch am einfachsten, weil wir dann schneller und besser durch die ganzen engen Gassen hier kommen. Ah, da weiß ich einfach, ich fliege zu schnell runter. Alter, Kamera. Hör doch mal auf. Schon. Ah, wieder eine Minute etwas, bis wir da sind. Das ist doch unfassbar. Ja, und warum muss denn Regenwetter ganz halt sein? Ich will einfach das Kotzen. Sei es halt im echten Leben oder im Spiel, ich hasse Regen. Wo kommst du denn her? Warum blockierst du mir den Weg? Ich krieg doch... Boah, ich krieg heute echt noch ein zu viel. Jetzt muss er aber flott gehen. Hab's auch gesehen, es ist gestolpert. Komm schon. Komm schon. Ja! 5 Ringe! Gut. Dann ist das ja doch noch einfach, ein paar Sachen zu machen. Wisst ihr, was ich machen würde, ganz gerne? Dementsprechend würde ich ganz gerne nochmal ein anderes Rennen versuchen. Aber geh erstmal. Wobei. Wie schaut's hier mit aus? Hatte ich schon gemacht. Habe ich auch schon gemacht. Aber mit 3 Ringen. Wir machen noch grandioserweise ein Rennen und dann ist wirklich... dann ist auch schon wieder der Part zu Ende. Ich krieg Druck. Da seht ihr mal, die Zeit rennt halt zu schnell. Ich wollte eigentlich grandioserweise Story machen, aber dann geht das im nächsten Teil. Und ich wollte auch eigentlich den einen Ort befreit haben, eigentlich, in diesem Part. Das ist jetzt ein bisschen in Vergessenheit geraten für mich selber. So. Wir wechseln auf MV... Schieß mich tot, weil das schneller ist. Und dann gucke ich mal, wie schnell es schneller ist. Und das ist das, was ich meinte. Ach komm.
Machen wir nochmal neu. Vor allem, was ist denn hier mit der Steuerung los, dachte ich. Weil die ist sehr stur. Ist sie aber auch, weil, ist ja klar, ist ja ein Motorrad. Denkt sich nicht wie ein Auto. Alter. Wie gesagt, fährt sich nicht wie ein Auto, muss man dran denken. Autsch. Und ich darf es eigentlich nochmal machen. Ich krieg's doch kotzen. Okay, dann nehme ich ein anderes Fahrzeug. Ich glaube, die sollte sich eignen. Ich brauche halt schnell und wendig. Und vor allem, ich muss mit einem Hinterreifen aufkommen, habe ich gemerkt, weil wenn ich mit beiden Reifen aufkomme, dann bin ich halt sofort vom Fahrzeug runter. Ja, das fährt sich doch schon ein bisschen smoother. Ja, ist auch eine direkte Steuerung, keine... Ich weiß nicht, ich hab's irgendwie mit direkten Steuerungen im Fahrzeugen. Wo ich halt wirklich so Mikrometer genau, in Anführungszeichen, drauf zusteuern kann auf etwas. Ja, das ist zum Beispiel grandios, wie ich hier so um die Kurve kam. Es ist die Frage, wie es sich auf Gelände verhält. Ja, sehr schön. Verhält sich nun nicht perfekt, aber es verhält sich, ne? Autsch. Du willst mich verarschen. Okay, Leute. Ich versuche jetzt ein letztes Mal mit dem, was für die Herausforderung angedacht ist. Und dann muss ich sowieso beenden den Part. Ey, das ist doch zum Glück habe ich das ja eigentlich durch, diese Mission-Ding hier.
Alter, fahr doch. Alter, was ist denn das jetzt gerade hier für ein Herumgeschlitter? Ah, das wird auch wieder nichts. Ja, ich flieg einfach ab wie ein Gummiball. Ja. Keine Ahnung, wie ich es mal geschafft hatte, da drei kleine Räder zu schaffen, aber ja. Ist mir auch ehrlich gesagt gerade relativ wumpe. Ah, grandioserweise ging es auch noch um den Bus. Und der ist natürlich jetzt da gerade eingebogen wahrscheinlich. Den will ich mir natürlich noch holen. Eines Tages, wenn das hier alles vorbei ist. Grandios, jetzt habe ich keine Ahnung, wo der Bus hin ist. Ist mir auch egal. Dann bin ich ganz ehrlich. Dann geht es beim nächsten Mal weiter mit dem, was ich euch angesagt und versprochen hatte. Und ja, wir sehen und hören uns dann dementsprechend im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus. Haut rein und ciao. Tschüss.